Ja, heute geht es ja um das Thema der Lebensaufgabe finden. Und wir möchten euch gerne heute so ein bisschen mitgeben, wie fühlt sich das an, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, also wenn ich meine Lebensaufgabe gefunden habe, wenn ich die lebe. Und wie fühlt sich das auch an, wenn das nicht so ist? Weil dadurch habt ihr so ein bisschen eine Referenz, wie ihr eure Lebensaufgabe finden könnt. Denn das ist ja auch ein Prozess. Oder Rahu, wie ist denn das so mit der Lebensaufgabe? Trifft einen da plötzlich so der Blitz und man weiß, was es ist? Oder dauert das eine Zeit? Wie komme ich meiner Lebensaufgabe auf die Spur? Der Blitz. Also ich würde mal sagen, erstmal sollte man vielleicht mal kurz sagen, was wir mit Lebensaufgabe meinen, weil mir hat mal ein Teilnehmer vor ein paar Jahren in einem Seminar gesagt, ich will aber keine zusätzliche Aufgabe von dir, Raho, und deshalb hat er das Seminar verlassen. Der hat überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Ja, der böse Raho, der teilt den Leuten, der teilt einfach ein, oder? So schaut's aus. Ich schon Der verstanden, Raum warum verteilt nicht. Lebensaufgaben. Hier hast du eine Lebensaufgabe und hier ist noch eine Lebensaufgabe und wenn du möchtest, kriegst du noch diese Lebensaufgabe. Also das ist nicht gemeint. Es geht darum, dass man mit seiner sozusagen mit seinen tiefsten Wünschen, mit seinen tiefsten Sehnsüchten in Kontakt geht und schaut, wenn ich nicht das davon abhängig mache, was ich denke, weil das ist ja auch nur programmiert von Eltern, von Geschwistern, von dem Umfeld, in dem ich geboren bin und die Menschen, die in der Kultur sind, wo ich aufgewachsen bin. Die Kulturen sind so verschieden, die Gedanken der Menschen sind so verschieden, aber je nachdem, was man reingeprägt bekommen hat, denkt man dann, so ist die Welt. Das stimmt aber nicht. Das ist, wenn man sich sehr mit sich selber beschäftigt, irgendwann nach ein paar Seminaren merkt man, egal wo, ob man in Indien oder bei den amerikanischen Indianern lernt oder bei Schamanen, wenn man sich mit seinem Leben als Ganzes beschäftigt und nicht irgendeinen esoterischen Quatsch macht, sondern einfach merkt, ich will mein ganzes Bewusstsein benutzen, dann kommt man irgendwann auf die Idee, dass man Gedanken und Gefühle hat, dass man die aber auch bemerkt und beobachtet. Das heißt, ich bin gar nicht meine Gedanken, sondern ich habe Gedanken. Wichtige Erkenntnis. Und ich bin auch nicht meine Gefühle, sondern ich habe Gefühle. Und wenn man das, Gefühle und Gedanken, als Dinge nimmt, die so durch meinen Kopf durchgehen, weil ja mein Gehirn sowieso arbeitet. Das arbeitet, ob ich schlafe oder ob ich wache. Wenn ich schlafe, dann träumt mein Gehirn. Das macht das. Das stelle ich ja nicht an und du auch nicht. Es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt träumen und jetzt wieder Traum weg, sondern es kommt und geht wie Wolken am Himmel. Und so ist das auch mit allen in uns. Die Gedanken kommen und gehen, die Gefühle kommen und gehen, Hunger und Durst und Sehnsucht nach Unterhaltung oder nach Nähe oder nach Alleinsein und Stille. Das kommt und geht alles. Aber es gibt etwas, das bleibt immer. Das ist die Lebensaufgabe. Das ist nämlich das, was uns das ganze Leben lang treibt, was wir das ganze Leben lang lieben, was uns immer nah ist, wo wir, wenn wir hingucken würden, immer einen Kontakt mit haben können, nämlich nennen wir es mal das Innerste der Seele, der Urgrund meiner Seele, das, was mich schon immer motiviert hat, was ich als Kind schon mit großer Begeisterung gemacht habe. Das ist Lebensaufgabe. Und das kann so viel sein, das kann so tief und so komplex sein, dass man das nicht mal eben mit einem Kopfgedanken erfassen kann und auch nicht mit einem einzigen Satz erklären kann. Deshalb habe ich da jetzt mal so ein paar Minuten drüber geplaudert. Macht das Sinn, Mara? Ja, also schöne Sache, so mit der Lebensaufgabe. Ich meine, ich habe mal gehört, wie jemand gesagt hat, du kannst das auch nicht machen, dass du mal zu einem Coach gehst oder zu einem spirituellen Lehrer und den fragst, was ist meine Lebensaufgabe? Und dann kommst du ein halbes Jahr später wieder und sagst, irgendwie, ich bin jetzt schon fertig, ich will jetzt was Neues oder sowas, gib mir eine neue Lebensaufgabe. Ja, dann hattest du nicht die Lebensaufgabe. Genau, also das ist eben, es ist, also für mich ist es so, dass es wirklich auch ein Prozess ist, also dieses Entdecken der Lebensaufgabe. Also, dass es nicht so ist, dass ich irgendwie von heute auf morgen gemerkt habe, okay, das ist es jetzt. Aber ich spüre schon, wie sich in meinem Leben etwas ändert, wenn ich näher komme zur Lebensaufgabe oder wenn ich weiter weg bin. Also ich finde den Unterschied, den kannst du ziemlich schnell daran messen, ob du merkst, du machst was, was dich zutiefst erfüllt, was dich lächeln lässt, wo du merkst, jetzt kommt mein Frieden, jetzt kommt sowas von, wow, ich arbeite an etwas oder ich habe eine private Beziehung oder ich habe Freundschaftskontakte und Qualitäten in meinem Leben, wo ich merke, da bin ich ganz nah dran an dem, was ich eigentlich immer will.
Ein guter Hinweis, den gebe ich immer im Seminar, so wie in Mallorca, wie wir das machen, da ist ein Teil, da kann man auch mit dem Kopf hingucken, das erkläre ich jetzt mal. Da kann man nämlich mal in Gedanken zurückgehen und versuchen zu verstehen, was hätte ich denn gemacht als Kind, wenn ich jetzt keine Hausaufgaben hatte, wenn ich jetzt nicht zur Schule musste, so nachmittags, wenn die Hausaufgaben fertig waren und wenn es nichts gab, was ich machen muss. Was mache ich denn da? Was habe ich dann getan? Mara, was war das bei dir? Jetzt mal unabhängig davon, dass du ja schon einiges an Einsicht darin hast, was deine Lebensaufgabe ist, aber so diese Übung mit zurück in die Kindheit. Kannst du da was erkennen, was du heute immer noch machst, was du schon immer gern getan hast? Mir fallen zwei Dinge ein. Das eine ist, dass ich als Kind immer schon sehr, sehr gerne Bücher gelesen habe. Mhm. Also ich habe sehr, sehr gerne mich zurückgezogen und habe dann Bücher gelesen und habe immer schon eine sehr große Fantasie gehabt. Also ich habe es geliebt, alle möglichen Heldenreisen und so weiter zu lesen und mich total zu versenken, diese Bücher. Und dann das Zweite ist, dass ich immer schon sehr, sehr gerne aktiv war und gespielt habe. Also zum Beispiel draußen im Garten und ich habe mir immer schon sehr, sehr viel vorgestellt. Also auch wenn ich gespielt habe mit einfachsten Methoden, habe ich mir ganz, ganz viel vorgestellt. Irgendwelche Theaterstücke oder dass ich ein Bankräuber bin, wilder Bankräuber oder sowas. Also ganz unterschiedliche Dinge. Ja, ich habe als 16-Jähriger mir mal gesagt, nee, also in diesem Leben Bankräuber machst du nicht. Du gehst jetzt ganz auf die lichtvolle weiße Seite und lässt den ganzen anderen Kram mal beiseite. Mal gucken, wie das ist, wenn ich mich nur der hellen Seite der Kräfte, der Mächte, des Guten widme. Mal gucken, was dann in diesem Leben dabei rauskommt. Da habe ich mich tatsächlich bewusst für entschieden. Aber ganz spannend ist bei mir, als ich, glaube 6, 7 Jahre alt war, da bin ich irgendwie sonntags morgens katholisches Dorf mit meiner Familie zur Kirche gegangen. Mein Opa hat mich da so hinten im Genick gefasst, hat mich angegrinst und hat gesagt, aus dir würde ein guter Priester werden. Und ich so, wieso das denn? Ich will doch kein Priester werden. Na, sagte der, doch, du redest gerne und du hast immer so einen Schalk und so einen Humor, wie manche gute Pastoren das haben. Und du kannst alles Mögliche erklären, egal worum es geht. Und da musste ich lachen und stimmt, das stimmt, aber ich will trotzdem kein Priester werden. Aber diese Qualität, dieses mich freuen am Erklären, dieses Hinführen zu, Mensch, tu doch das, was du liebst, Mensch, leb doch das, was du eigentlich willst. Diese Qualität habe ich sozusagen schon als kleiner Junge entdeckt und kultiviert. Und da mir das nicht verboten wurde, habe ich das weiter kultiviert. Ich glaube, ich muss mal eben mein Handy ausstellen. Ja, also ich meine, das, was ja sehr interessant ist, ist, also ich meine, viele Menschen, die haben ja schon so ein bisschen eine Idee davon, was ihnen Freude und was ihnen Spaß macht. Und natürlich ist es so, dass das, was uns Freude macht, natürlich auch das ist, worin wir gut sind. Und dass du dir etwas suchst, womit du dein Leben verbringst, worin du auch gut bist, das ist auch total wichtig. Also das haben wir auch beim letzten Webinar schon besprochen, dass es irgendwo ganz unerlässlich ist, dass du zu den besten 2-3% gehörst bei dem, was du tust. Nur das, wo es dann oftmals hakt oder was dann für viele schwierig ist zu verstehen, wie komme ich jetzt von dem sozusagen, was ich gerne tue, jetzt irgendwie auch so Richtung eines Business oder Richtung etwas, ja, womit ich irgendwo auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Weil es ist ja auch so, dass ein Business zu führen, das wissen wir auch beide sehr gut, das ist ja auch sehr viel harte Arbeit. Also wie geht das zusammen sozusagen? Wie geht das zusammen? Auf der einen Seite diese Freude, diese Leichtigkeit und aber auf der anderen Seite auch wirklich Ergebnisse dann zu erreichen und Geld zu verdienen und Projekte abzuschließen. Ist da nicht immer irgendwo dann Arbeit auch dabei? Also logisch, ich meine, so, du musst essen, trinken, du musst die Miete bezahlen und egal, ob du männlich oder weiblich bist, ob du 20 oder 80 Jahre bist, das Leben in Europa funktioniert über Geldfluss. Und wenn du keinen Geldfluss hast, dann bist du abhängig und die meisten Menschen wollen frei sein. Und entweder hast du einen Job oder du machst dich selbstständig. Wenn du versorgt wirst von einem Mann und der Mann würde sterben, dann müsstest du wieder dahin gucken, was mache ich, entweder selbstständig oder arbeiten für Geld für jemand anders. Verkaufe ich also meine Zeit oder erschaffe ich etwas, was ich anderen nahebringen kann, sodass andere sagen, Mensch, Rao, das gefällt mir richtig gut, Dankeschön.
Und da ist es egal, ob ich Gitarrenspieler sein möchte oder ob ich Rechtsanwalt werde, Fußballspieler oder Versicherungsmakler. Das ist vom Berufsbild her völlig egal. Das Wichtigste ist ja, dass man etwas tut, was man sagt, das tue ich so gerne, dass, wenn ich ehrlich bin, würde ich es auch tun, wenn ich kein Geld kriege. So wie manchmal, wenn mich Freunde fragen, Rau, ich habe da ein Problem in meiner Beziehung, kannst du mir mal helfen? Dann gucke ich, ob ich da gerade Freude und Lust dran habe, aber wenn, dann bin ich wahrscheinlich ziemlich gut vorgebildet und ein ziemlich guter Berater. Und manche Menschen, die dann entdecken, dass sie ein guter Berater sein könnten, die sollten sich vielleicht auch noch die ein oder andere Schulung geben lassen oder das ein oder andere Buch lesen. Und wenn man dem folgt, was die natürliche Freude vorgibt, dann wird man automatisch besser darin, weil man, wenn man dem Volk ja mehr liest, mehr lernt, mehr macht auch als andere Menschen, mehr davon umsetzen möchte, wenn man der Freude mehr Raum gibt und die Arbeit in anderen Sachen leicht langsam zurückfährt und sagt, statt Fernsehen gucken und statt nur plaudern, sollte ich doch vielleicht mal mehr davon liefern und dann mehr Gitarre spielen oder mehr Sport machen, den man liebt und vielleicht Profisportler werden oder ein Lehrer für Profisportler werden oder was auch immer. Es ist eigentlich egal, völlig egal, was man macht. Aber wenn man sein eigenes Ding findet und das auch noch zusammengeht mit der Lebensaufgabe, sprich, wo ich immer Energie für habe, wo ich eigentlich mein ganzes Leben lang hinterhergehen würde und sagen, ja, ich würde den Leuten wahrscheinlich auch mit 80 noch gerne helfen, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie innerer Friede funktioniert, wie Geld verdienen funktioniert, wie lieben lassen, lieben, geben, wie das funktioniert. Das ist etwas, was mich fasziniert und jeder muss rausfinden, was ihn fasziniert. Weil wenn man rausfindet, was einen fasziniert, muss man nur noch lernen, wie man damit Geld verdient. Und das ist ja etwas, was man lernen kann wie Fahrradfahren. Also ich finde das eine total schöne Metapher zu dem Thema, wie finde ich ja meine Lebensaufgabe, das Buch Der Alchemist ist von Paulo Coelho. Mhm. Und der beschreibt ja in dem Buch, wie immer so verschiedene, wenn man beginnt zu lernen, hinzuschauen, wie man so beginnt, Zeichen zu sehen. Also wie das Universum oder wie auch immer du es nennen willst, dir eigentlich Zeichen schickt, und zwar sowohl Zeichen schickt, wenn du auf dem richtigen Weg bist, als wie auch Zeichen schickt, wenn du nicht auf dem richtigen Weg bist. Ja, das kann man so nennen mit Zeichen. Das ist natürlich für manche Leute, die ganz pragmatisch sind. Ich habe ja auch Unternehmer, die ich coache. Manche sind offen und aufgeschlossen für ganzheitliche oder nennen es auch bei Paulo Coelho auch mal spirituelle Sichtweisen. Ganz pragmatisch. Ich finde das klasse. Wenn man seinen Weg geht, muss man einfach nur gucken, die Zeichen am Wegesrand. Manchmal merkst du einfach intuitiv, dass was besser wird, so wie kalt und warm unterscheiden. Wird es besser, wärmer, besser, mehr zum Ziel oder kälter? So macht Paulo Coelho das. Gehst du weiter weg von dem, was deine Sehnsucht dir zeigt? Der Alchemist, von dem du gerade sprichst, der ist ja auch jahrelang an einer Stelle stehen geblieben, ohne seinen Schatz weiter zu suchen und hat dann gemerkt, dass er vielleicht nach ein paar Jahren doch mal wieder aufbrechen sollte und weiter dieser Sehnsucht folgen sollte. Das war dann sozusagen die Zwischenstation. Für pragmatische Ansätze würde ich immer sagen, also jeder Unternehmer weiß ganz tief drin im Herzen, ich bin was Besonderes. Ich habe irgendwas, was wirklich meins ist. Und dem zu helfen, frei zu werden, das ist das tollste Geschenk, das man sich selber machen kann. Sich die Zeit zu nehmen und das frei zu machen, was man am allerliebsten tun würde. Also wir haben in der Zwischenzeit ein paar sehr spannende Fragen im Chat. Vielleicht schauen wir mal, was sich da so alles tut. Also ja. So fragt zum Beispiel der Bernhard, was tut man, wenn sich die Lebensaufgabe als Massenbewegung herausstellt? Das ist in der Frage schon versteckt ein Irrtum. Denn meine Lebensaufgabe ist ganz bestimmt keine Massenbewegung. Und seine Lebensaufgabe ist auch keine Massenbewegung. Das, was man verwischt, ist dann zum Beispiel helfen wollen oder lieben oder beitragen oder schenken oder Gefühle zur Verfügung stellen oder behinderten Kindern über die Straße helfen, was auch immer man tut. Es ist ja, die Lebensaufgabe ist etwas, was nur deins ist bei dir, Mara, und was bei mir meins ist und was beim Thomas, beim Helmut, bei Maria und Gisela, jeder findet seine eigene Lebensaufgabe. Denn wenn es eine Massenbewegung gäbe, wie die Beatles-Zeit oder wie die Rock-Zeit oder wie die Punk-Zeit, dann ist es zwar eine Massenbewegung, aber die Menschen, die durch die Jahrzehnte durchwachsen, haben immer noch die Sehnsucht, zum Beispiel Gitarre zu spielen.
Aber die Gitarrenklänge, die Rock-Sounds verändern sich über die Jahrzehnte. Aber stell dir vor, du wächst 80 Jahre lang seelisch weiter. Du wirst immer noch das tun, was du schon immer liebst. Es sei denn, du machst sie nicht frei. Du wirst immer kleiner und enger in deinem Denken. Willst du aber nicht, eigentlich. Also musst du das tun, was deins ist. Und dann wirst du bemerken, dass eine Massenbewegung nicht deine Lebensaufgabe ist, sondern dass die Lebensaufgabe immer dein Innerstes berührt, dich inspiriert, dich erfüllt, wenn du es machst. Und das ist völlig egal, was die Masse macht. Ja, und ich merke, dass es für mich zum Beispiel auch so ist, dass man, also ich entwickle ein gutes Gespür dafür, was richtig ist und was meins ist und was meine Lebensaufgabe ist, wenn ich schaffe, dass ich wirklich bei mir bleibe und mich nicht von anderen Menschen beeinflussen lasse. Da kannst du sicher gut was dazu sagen, Rahu, oder? Wie man bei sich bleibt und wie man sich sozusagen leer und frei macht dafür, dass man wirklich seins empfängt und nicht sich irgendwo herumziehen lässt und wie ein Blatt im Wind herumwirbelt. Man kann das so sagen, dass wenn du eine Rose bist, Mara, und ich bin eine Eiche, dann haben wir auch irgendwann, wenn wir lange wachsen, ein starkes, stabiles Holz und einen unterschiedlichen Duft und eine unterschiedliche Größe. Aber es ist nicht das eine besser als das andere, sondern du bist so, wie du bist, ich bin so, wie ich bin. Und den eigenen Weg zu verlassen, würde bedeuten, ich als Eiche bemühe mich, jetzt Dornen herauszutreiben, habe ich aber nicht. Oder ich bemühe mich, besonders schöne Rosen hervorzubringen, kann ich aber nicht. Ja, das heißt, manche Leute laufen irgendwie durchs Leben und versuchen so zu sein wie Brad Pitt oder versuchen zu sein wie die englische Königin oder versuchen zu sein wie irgendein anderer Schauspieler oder berühmter Autor. Passt aber nicht, stimmt nicht, geht nicht, funktioniert nicht. Du wirst niemals so frei und glücklich sein, wie wenn du dein eigenes Ding findest. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendeiner anderen Idee nachzulaufen, weil du irgendwann desillusioniert wirst. Sei es erst in 10, 20 Jahren. Sei es erst, wenn die Ehe in die Brüche geht oder wenn du durch einen Burnout deinen Job nicht mehr machen kannst. Der Hajo schreibt gerade etwas Spannendes und zwar fragt er, wie fühlt es sich denn an, wenn man auf der richtigen Spur ist? Also ich kann dir sagen, wie sich's für mich anfühlt und dann bin ich auch neugierig, was der Rahu dazu sagt. Also für mich fühlt es sich so an, dass es ein Gefühl des ganz großen Friedens ist. Also ich habe immer so mein Leben, so diese, und ich glaube, die meisten kennen das, diese starken Antreiber gehabt. Also im Sinne von, ich muss mehr machen, ich muss mehr leisten, ich muss mehr tun, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Und auf dem richtigen Weg zu sein, das fühlt sich an wie ein wahnsinnig wunderschöner Friede und wie ein sehr, sehr großes Glück. Und es fühlt sich an, als hätte das Leben einen ganz, ganz großen Sinn. Also ich habe früher immer so mir ganz, ganz stark diese Sinnfrage gestellt. Ich hatte immer das Gefühl, mein Leben hat keinen Sinn, bringt nichts. Ich habe nicht verstanden, warum ich hier auf der Welt bin. Ich habe immer wieder versucht, irgendwo Anschluss auch zu kriegen an andere Menschen. Und irgendwann wirst du aber gefrustet davon, weil es nicht geht. Genau, weil ich versucht habe, irgendwie nachzulaufen, ihnen zu gefallen, auch mit dabei zu sein und ich wurde immer wieder abgelehnt oder so habe ich es zumindest empfunden. Und mit dieser Lebensaufgabe, da ist es irgendwie genau umgekehrt. Da fühle ich mich so mit mir selber in Frieden und Glück, dass die Menschen alle zu mir kommen und ich niemanden mehr nachrenne. Das ist der Grund, warum viele Menschen meinen Blog besuchen und warum viele Menschen meine Webinare besuchen. Nicht deshalb, weil ich so tolle Online-Marketing-Maßnahmen mache, obwohl ich mag Online-Marketing und ich mag Online-Marketing-Maßnahmen. Also ich würde sagen, da bist du mal richtig, richtig gut. Aber ich glaube, es ist deshalb, weil die Menschen das spüren, eben ja, diese Freude und diesen Frieden, den ich empfinde, wenn ich meins liebe. Ja. Also es ist natürlich, du machst deine Sache gut, das ist mal ganz klar. Und es gibt Leute, die stehen sich selbst im Weg und könnten das auch, machen es aber nicht, weil sie irgendeinen anderen Glaubenssatz kultivieren, weil sie irgendein Mindset behalten, weil sie denken, Geld ist schlecht oder viel arbeiten ist blöd oder und das sind lauter falsche Konzepte, weil wenn du etwas tust, was du liebst, wenn du in Flow bist, wenn du in diesen Fluss reinkommst, wo du genau das tust, was du liebst, dann hast du manchmal gar nicht das Gefühl, dass du arbeitest. Dann bist du an einer Sache dran und bist bis nachts um zwei am Computer, so wie ich, und du staunst und wunderst dich auch nach Jahrzehnten noch, ich bin schon 25 Jahre selbstständig und ich merke,
ich habe immer noch diese Phasen, wo ich nachts bis um zwei arbeite und grinsen muss und mich wundern muss und sage, ey, du arbeitest? Und es, manchmal ist es auch Arbeit und es gibt harte Phasen, aber es ist letztendlich immer wieder erstaunlich, wenn man das tut, was man liebt, dann ist das so ein Fluss und es passiert immer mehr und man wächst, man wird reifer, ruhiger, sicherer, gelassener, man macht längere Pausen, wenn man länger gearbeitet hat. Man geht nicht mehr für andere Leute im Sinne von, was Papa gesagt hat oder was man meinte, was man tun muss, sondern wenn man sein Ding gefunden hat, dann macht man sein Ding. Und das macht man richtig gut, weil man es liebt, weil man es besser machen will, weil man einfach immer mehr lernen will, ob es Tanzen ist oder Pferde reiten oder Gitarre spielen. Also wird man einfach ein super Bäcker oder ein super Seminarleiter oder eine super Designerin oder was auch immer du liebst, das tust du natürlich am besten. Also für mich ist es auch so, dass dieses Thema Lebensaufgabe, obwohl ich ja auch, also ich sehe auch die wirtschaftliche Seite und ich bin Betriebswirtin und ich habe strategisches Management studiert und ich kann euch viel darüber erzählen, wie man sich richtig positioniert. Also darüber habe ich meine Dissertation geschrieben. Aber für mich hat dieses Thema auch eine sehr, sehr spirituelle Komponente, dieses Leben. Also es ist eben einerseits dieser große Wert, den man da spürt oder dieser Sinn, den man da spürt im Leben oder den ich da für mich spüre. Und auf der anderen Seite ist es eine große Sicherheit, die dadurch kommt, dass ich mehr und mehr in Kontakt bin mit meiner, weiß nicht, wie du es nennen willst, Rahu, inneren Führung, höheren Selbst oder wie auch immer. Und dadurch geht Unsicherheit und Angst weg. Und viele Menschen, die fragen mich, sag mal, wie schaffst du das, dass du so schnell Dinge umsetzt? Und ich glaube, dass der Grund dafür der ist, dass ich einfach keine Umwege mache. Oder, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich keine mache, aber ich mache immer weniger. Also ich habe das Gefühl, ich mache den direkten Weg. Und viele aber, und jetzt kommen wir auch zum Thema Scanner, weil ich habe nämlich gesehen, dass eine Frage, die auch schon zweimal gestellt wurde, ich habe es nicht übersehen, das Thema war, wie finde ich denn als Scanner meine Lebensaufgabe? Und ich glaube, dass die Scanner oftmals, die fahren nicht den direkten Weg. Die wollen irgendwie von Wien nach Hamburg fahren, aber die fahren nicht von Wien nach Hamburg, sondern die fahren mal nach München und dann in München, da denken sie sich, vielleicht drehe ich doch wieder um und jetzt fahre ich mal kurz nach Italien. Und dann in Italien denken sie sich, nein, da wollte ich nicht hin, jetzt schaue ich mal überhaupt ganz woanders hin. Und dann dadurch machen sie und machen sie und machen sie und machen sie und laufen, 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 aber kommen nicht unbedingt dorthin, wo sie eigentlich hinwollen. Mhm. Naja, ich meine, du kannst laufen und laufen und unzufrieden sein. Die meisten Leute fangen ja erst an zu sagen, ich will selbstständig Geld verdienen, ich will frei sein, wenn sie die Nase voll haben. Wenn man viel probiert hat und das Laufen bringt nichts, dann muss man ja irgendwann anfangen, warum nicht? Entweder hängt es daran, dass man nicht sicher ist, wie Geld verdienen funktioniert. Das heißt, man ist sich nicht sicher und man muss dazu übrigens nicht studiert haben. Ich habe auch Betriebswirtschaft studiert, aber man muss dazu nicht studiert haben. Mein Vater hat mich ausgelacht, als er gesagt hat, ja, wofür hast du denn jetzt studiert? Und ich, Millionär werden ja wohl nicht, weil das kann man nicht so mal eben übers Knie brechen und in zwei Monaten schaffen. Das ist auch etwas, was wächst, wenn man wirklich lange Jahre ganz viel von dem tut, was man liebt. Es ist ja gar nicht das Ziel, Millionär zu werden für die meisten Menschen, sondern für manche Menschen geht es darum, diesen Frieden zu spüren. Für andere geht es darum, eine ganz tolle Familie zu haben und dafür zu sorgen, dass Mann und Kinder glücklich sind. Und wieder andere sagen, für mich geht es darum, Sport, Sport, Sport. Ja, aber wenn man 30 ist, kann man nicht mehr die Top-Ballerina der Welt sein oder der beste Rennfahrer der Welt ist man mit 60 auch nicht mehr. Das heißt, es gibt verschiedene Lebensphasen und man rennt sich auch in manchen Phasen, in manchen Berufen tot. Man muss dann eben gucken, zurückgehen zu dem Innersten und fragen ganz tief drin, was ist wirklich meins? Und dann kann man sagen, man kann seiner Intuition folgen. Das Beispiel, was du von Paulo Coelho gebracht hast mit dem Buch Der Alchemist, ja, kann man sich fragen, was will ich eigentlich wirklich und wo ist mein Glück und wo sind die Zeichen? Man könnte aber auch mit Freunden reden. Man könnte seine besten Freunde und Freundinnen fragen und sagen, sag du mir doch mal, was ist bei mir auffallend das Beste? Wo bin ich besonders gut? Da hat man eine einfache Möglichkeit, jetzt heute Abend sofort mal die nächsten zwei, drei Freunde oder Freundinnen zu fragen, die jetzt am Telefon mir einfach mal zwei, drei Minuten lang sagen, sag mal, Rao, würdest du mich fragen, ich würde dich fragen, sag mal, Mara, was ist bei mir, beim Rao, was denkst du, was ist meine größte Stärke? Wo sind meine besonderen Talente? Was ist richtig toll bei mir? Also das ist eine ganz praktische Methode. Und was ich persönlich immer benutze, ist, ich meditiere jeden Tag.
Einmal kurz morgens 10, 15 Minuten sollten es sein, einfach nur um den Verstand plappern zu lassen und weiterlaufen zu lassen, aber zu bemerken, ich bin das Wesen, das diese Gedanken hat. Ich bin nicht die Gedanken. Und eigentlich, was wäre das Schönste heute? Was wäre das Beste? Was wäre der wertvollste Gebrauch meiner Zeit? Wo würde ich am meisten Beitrag in diese Welt bringen? Und dann bemerke ich zum Beispiel, dass ich das eine oder andere, was mein Kopf gedacht hat, gar nicht tun muss, dass das gar nicht wichtig ist, dass ich nur danach gucken muss, wo sind die wesentlichen Aufgaben, wo ich merke, da kommt einfach am meisten bei raus. Da kann ich am meisten Beitrag in die Welt geben. Und wenn man das kombiniert mit dem, was wir beide erklären, Mara, dann kombiniert man das mit dem, wie kann ich denn meinen Dienst in eine Dienstleistung verwandeln? Also meine Arbeit, meine große Liebe, meine große Sehnsucht in Pakete verpacken und anderen Leuten zeigen, guck mal hier, ich habe das. Ja, und dann muss man halt schauen, dass man das besser macht. Und ich glaube, auch das, auch bei mir, auch bei dir, Mara, das wird sich über die Jahre immer wieder verändern. Wir schreiben vielleicht heute ein Buch und das ist ein Jahr toll und in 5 oder 10 Jahren, ja, vielleicht ist es immer noch gut, aber wir müssen in den Jahren dazwischen auch irgendwas machen. Also machen wir wieder neue, schöne Sachen. Und am besten immer aus dem, was hier ganz tief drin ja sagt, ja, mehr davon. Also ich denke, dass du etwas ganz Wichtiges gesagt hast, nämlich mit diesem Frieden. Also für mich ist es wirklich so, dass diesen Frieden zu spüren und dieses Glück ist für mich die allergrößte Motivation. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Geld, ich habe mir zum Beispiel heute ein neues iPhone 6 bestellt. Also du siehst, ich lächle, also ich finde das cool und so weiter. Es ist ein schönes neues Spielzeug. Aber das ist ungefähr so viel und so oberflächlich. Das ist eine Freude, die ist ganz kurz da. Das ist so wie, und dann ist sie wieder weg. Und jetzt denke ich schon nicht mal mehr dran. Aber wenn ich an diesen Frieden denke, dann fange ich an, von innen so zu strahlen und so zu leuchten, wenn ich den spüre. Es ist ja auch so, weil du gesagt hast, etwas machen und ohne dafür auch Geld zu bekommen. Wenn du diesen Frieden kennengelernt hast, diesen Frieden, wenn du so total an deinem Platz bist und wenn du weißt, dass du ganz genau dort bist, wo du sein sollst und deiner Lebensaufgabe folgst, dann ist für dich, dann hat für dich Geld nicht mal mehr Bedeutung in dem Sinne. Wobei das Witzige ist, du hast dann auch nie wieder Geldsorgen, wenn du in der Situation bist. Weil das sehr, sehr attraktiv auf andere Menschen wirkt. Also die spüren das und möchten dann gerne mit dir zusammen sein. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe dazu. Ja, also ich finde, das Thema Geld hat mich wirklich oft und lange und ganz viel beschäftigt, immer wieder auch. Weil ich merke, ich kann mit wahnsinnig wenig Geld auskommen. Wenn man in Indien ist und ist Monate da, dann merkt man, man kann tatsächlich mit 300 Euro im Monat leben und das lebt sich sehr gut davon in Indien. Und wenn man in Deutschland etwas machen möchte, wo man eben auch Menschen berühren und erreichen möchte, die auf sehr hohem Finanzniveau sind, dann kann man nicht mit indischen selbstgestrickten Turnschuhen da ankommen, sondern manchmal reagieren die einfach erst, wenn sie sagen, Rao, bewegst du denn noch was? Mich beschäftigt das früher sehr und jetzt merke ich, mir ist es egal, wenn es um meinen Frieden geht. Aber bei mir ist zum Beispiel die Lebensaufgabe, hat immer was damit zu tun, ganz vielen Menschen einen Beitrag zu geben. Und wenn ich dann in Indien, im Himalaya, im Berg sitze, dann mag das ja ganz nett sein, kann auch ein Monat oder ein Jahr oder 5 Jahre nett sein, aber irgendwann wäre ich dann als Seele auch hervorgekommen und gesagt, jetzt möchte ich aber mal was zeigen, jetzt möchte ich beitragen, jetzt möchte ich irgendwas geben. Und das bleibt in Europa nicht aus, dass man auch zum Thema Geld hinkommt. Was aber niemals den Frieden macht, was niemals die Liebe macht. Also Geld macht keine Liebe, Geld macht keinen Frieden, Geld macht gar nichts. Geld kann nur den Fluss verstärken und die Möglichkeiten erleichtern, um das zu leben, was man erstmal hier drin kultivieren muss. Das heißt, meine Freiheit finde ich hier unabhängig vom Geld. Meine Liebe finde ich hier unabhängig vom Geld. Und meine Entscheidung, meine Entschlossenheit, das zu tun, was ich liebe und damit der Welt einen Beitrag zu geben, ist auch unabhängig vom Geld. Wenn ich Lust hätte, ein großes Café zu machen, wo man japanischen grünen Tee kriegt und spirituelle Bücher liest und so weiter und so fort, dann brauche ich vielleicht Geld für das Investment. Aber man muss lernen, wie Geld funktioniert. Geld funktioniert nicht, weil du es willst wie ein kleines Kind, sondern Geld funktioniert eigentlich nur wie eine Messgröße für besonders viel geben können. Das heißt, wenn du besonders viel gibst und lernst, wie du besonders viel gibst, in einer Form, was andere viel wollen, dann verdienst du Geld. Also, ja.
Also ich glaube, dass das genau der Knackpunkt ist, was der Rahu jetzt gerade gesagt hat. Und ich glaube, dass das auch die Antwort ist auf die Frage, was tue ich, wenn ich viele Interessen habe. Also für mich ist es wirklich so, das, was ich mir eigentlich sehr, sehr wünsche, das ist, diesen Sinn zu spüren. Und das ist, irgendwo Dankbarkeit zu spüren von anderen Menschen und das Gefühl, dass das, was ich tue, Wert stiftet. Und seitdem ich das erreicht habe, ist es für mich gar nicht mehr wichtig, was ich den ganzen Tag lang tue. Also ich sage es auch ganz offen, da heißt es, wow, ich habe ein Lifestyle-Business, so cool. Also ganz, ganz viel von dem, was ich mache den ganzen Tag, das ist überhaupt nicht cool. Ja? Also das ist zum Beispiel mein Podcast schneiden, das ist zum Beispiel irgendwelche Texte Korrektur lesen, das ist zum Beispiel meine Buchhaltung machen, ein Excel-Sheet ausfüllen. Also das ist jetzt nicht so das, wo man sagt, wow, das ist jetzt meine größte Leidenschaft, und ist sicher nicht das, wo ich sagen würde, das macht mir so viel Freude. Aber es ist irgendwie, wenn der Sinn im Leben stimmt und wenn das gesamte große Bild stimmt, dann kann man wirklich auch lernen, an den kleinsten Aufgaben totale Freude zu entwickeln. Und das ist eben genau das, was ich euch empfehlen würde. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, was für euch das Richtige ist, wenn eure Gedanken rasen, dann kommt mal weg von der Überlegung, was will ich eigentlich, und überlegt euch wirklich, wie kann ich meinen Mitmenschen mit dem, was ich kann, den größten Wert stiften. Und so wie der Rao schon gesagt hat, das ist automatisch der erste Schritt auch, um damit Geld zu verdienen. Ja, ich meine, manche Leute dürfen ja gar nicht über Geld reden, und wenn ich das Wort Geld in den Mund nehme, dann gibt es Leute, die kriegen gleich eine Aversion. Aber es ist doch so, dass jeder Geld braucht, um seine Miete zu zahlen. Und es ist auch so, dass, wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen würden sagen, gibst mir 1.000 Euro mehr im Monat, dann lächelst du. Das, weil es dir mehr Möglichkeiten gibt. Ja, guck mal dich an, du lächelst auch. Bei der Vorstellung, dass jemand dir zeigt, wie du das schaffst, 5.000 Euro selbstständig durch deine Lieblingsarbeit jeden Monat zu verdienen, netto, vielleicht mehr, vielleicht sogar doppelt so viel. Ja, es kann sein, dass du genauso viel arbeitest wie in jedem anderen Job oder als Selbstständiger meistens noch mehr, aber du hast auch mehr Freiheit, du kannst da hinkommen. Du musst es aber lernen, wie Fahrradfahren, wie Snowboarden, wie backen, wie kochen. Wenn du ein richtig schönes Gericht zaubern willst, dann musst du das lernen. Und laufen haben wir gelernt, reden haben wir gelernt, wir können alles lernen. Was ein Mensch kann, das kann wahrscheinlich jeder andere auch. Also Geld ist nichts Magisches. Geld ist Alltag, Geld ist total normal. Und die Kunst ist, das zu tun, was du liebst. Die Kunst ist, dein Leben darauf auszurichten, was deine Seele dir sagen würde, guck mal, Rao, das ist deine Aufgabe, guck mal, Mara, das ist deine Aufgabe. Die kannst du dir nicht von jemand anders sagen lassen, aber du kannst dich dahin führen lassen, dass du dein eigenes spürst. Ich nenne das dann den roten Faden gefunden haben. Wenn ich meine Lebensaufgabe habe, wenn ich das so erahnen, spüre, immer mehr greifen und packen kann oder sehen kann, dass, wenn ich was mache, leuchten meine Augen oder leuchten eben nicht. Ja, denn wenn ich diese Hauptenergie habe, diesen roten Faden, und das ist das, was wir, wenn wir beide unser Marketingtraining machen, was meine Aufgabe ist, ist das allererste rauszufinden, wo leuchten meine Augen am meisten, wo hast du völlig natürliche Kräfte und Talente entwickelt, die nicht jeder so hat wie du, was einfach deins ist, und darauf aufbauend etwas zu machen, was anderen Leuten beiträgt. Und das so konsequent dahin zu schleifen, dass du erstmal ein einziges Produkt machst. Mal angenommen, du bist Tanzlehrerin, dann würdest du einen einzigen Tanzkurs machen, der es aber so in sich hat, der so gewaschen ist, dass er so toll ist, weil es genau deine besondere Qualität ist, zum Beispiel einen Fluss zwischen den Paaren herzustellen. Nicht so sehr die Tanzschritte, sondern dieses Fließen miteinander, dieses Aneinandersein, wie man beim Tango das manchmal sieht. Ja, wenn du sagst, mir geht es nicht um Tango, mir geht es nicht um Salsa oder irgendwas, mir geht es darum, menschlich diesen Fluss herzustellen, der dann auch im Alltag mit deinen Mitarbeitern funktioniert, mit deinen Kollegen oder mit deinen Freunden. Das ist ein ganz anderer Wert, als die Tango-Schritte zu lernen. Und das darauf zu konzentrieren, ein Produkt zu machen, dass andere Leute sagen, hey, toll, das will ich, diesen Fluss, den will ich. Dann hast du ein Produkt, und wenn du das vielen Leuten zeigst an der richtigen Stelle, und dass sie auch sagen können, der Preis stimmt, mache ich, ja, dann kannst du Geld verdienen mit dem, was du liebst. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir es uns eben auch wert sind, dass wir dafür sorgen, dass wir genug Geld haben. Weil ich kann mich nämlich noch genau erinnern, Rahu, als wir uns kennengelernt haben, da war ich nicht in der Situation, dass ich genug Geld hatte. Und da hatte ich finanzielle Sorgen und finanzielle Ängste. Und ich finde, also für mich ist es so, und ich glaube auch für viele andere Menschen, da
dass um Ruhe im Geist zu entwickeln und um wirklich zu sagen, ich schaue jetzt einmal auf das Höhere und ich kümmere mich um meine spirituelle Entwicklung, das macht einfach nicht viel Freude, für mich zumindest nicht, wenn ich in permanenter Geldnot bin. Das heißt, meine Empfehlung ist wirklich die, im Idealfall ist es natürlich so, dass du sofort den Schritt machst, dass du Geld mit deiner Lebensaufgabe verdienst. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, das stresst dich oder du weißt nicht genau, wie das gehen soll, dann ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und genauso habe ich es jahrelang gemacht, dass du irgendwo einen Brotjob hast, wo du das so machst, dass du einfach schaust, dass du mit möglichst wenig Zeiteinsatz genug Geld verdienst, dass du keine finanziellen Sorgen hast und dass du dir daneben in Ruhe überlegst, was du wirklich machen möchtest. Und dass du dann schon langsam sukzessive immer weniger von dem machst, was für der Tagjob ist oder nur fürs Geldverdienen ist und immer mehr machst von dem, was du wirklich machst. Also genauso habe ich es auch gemacht und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Also es tut einfach gut, wenn man genug Geld hat. Weil wenn ich jetzt zurück mich erinnere, ich bin doch jetzt viel ruhiger und fröhlicher und konzentrierter und klarer geworden als damals, als ich Geldsorgen hatte, oder? Was meinst du? Ja, eindeutig. Und vor allen Dingen ist es auch so, du kannst viel mehr lächeln. Aber das war ja bei dir, war ja total einfach, dir das beizubringen, weil du hast schon so viele Module gehabt und du brauchtest eigentlich nur lernen, in Gesprächen die Bereitschaft zu haben, in Gesprächen dahin zu führen, dass einer sagt, Mara, was du da hast, ist toll, das will ich. Und danach hat es bei dir geklickt. Und ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht wegen dem Geld wirklich die Probleme haben, sondern die Geldsorgen erschafft man sich. Manche Leute sind zum Beispiel einfach wütend auf das System oder manche Leute sind erlernte, hilflose Opfer. Das ist übrigens keine Schande, es ist tatsächlich völlig normal. Es gibt in Pennsylvania University, Amerika, einen ganz berühmten Forscher, Dr. Martin Seligman, der forscht seit 30 Jahren am Phänomen Glück. Und da geht es nicht um Geld, aber das Phänomen Glück, sagt er, ist tatsächlich erlernte Hilflosigkeit, ist das Hauptproblem. Die Leute lernen, Geld ist nicht gut. Oder die Leute lernen, zu große Klappe haben, nicht gut. Oder sie lernen irgendwas, was sie vermeiden sollen. Die Leute lernen ja auch, lustig, dass du das sagst, weil genau darüber schreibe ich einen Blogartikel schon geschrieben, der bald veröffentlicht wird. Die Leute werden, finde ich, systematisch dazu auch erzogen, anderen die Schuld zu geben. Also die Politiker sind schuld, die Ausländer sind schuld, früher hat man vielleicht gesagt, die Juden sind schuld. Also bloß nicht irgendwie selber die Verantwortung übernehmen, sondern immer schauen, dass jemand anders von außen verantwortlich ist. Und das lernen wir so. Genau. Das heißt, ich mache niemandem Vorwurf, wenn er sagt, ich kann es einfach nicht, dann sage ich, ja, du musst aufstehen und sagen, ich will es aber. Ja, ohne diesen Willen zu entwickeln, sagen, ich will es aber, kannst du es nicht. Es gibt auch Leute, die verdienen 80.000 und ich kenne Leute, die verdienen über 200.000, die sind immer noch unzufrieden und haben nicht genug Geld. Und es gibt Leute, die haben 1.000 Euro, ich selber gehörte mal dazu, wo ich gesagt habe, gerade vor 12 Jahren habe ich gesagt, ich mache jetzt mal Stopp. Und dann das Schlimmste, was mir passieren kann, wäre Hartz IV. Ich will wissen, ob ich Angst habe, wenn ich kein Geld habe und habe gemerkt, nee, das ist keine Angst. Du musst einfach umlernen und ich habe umgelernt und ich habe gemerkt, man kann mit wenig, ein paar hundert Euro tatsächlich total zufrieden sein. Das ist nicht jedermanns Weg, das muss nicht jeder nachmachen, aber ich weiß seitdem, dass ich von ein paar hunderttausend Euro runter auf 1.000 Euro im Monat gehen kann und immer noch total zufrieden sein kann. Ja, und man kann auch genau den anderen Weg machen und man kann das lernen. Und ich glaube, das Wichtigste, ich nenne das Badewannenprinzip, ist, wenn du unten zu viel Stöpsel hast und das Wasser läuft weg, sprich, dein Geld geht immer weg, dann solltest du den einen oder anderen Stöpsel dicht machen. Und wie in Amerika schon seit 20, 30 Jahren gelehrt wird, vielleicht schaust du, dass du auf Dauer 2, 3 verschiedene Zuläufe in deinen Geldtopf hast. Das heißt, deine Badewanne wird durch verschiedene Sachen genährt. So, jetzt Mara, du zum Beispiel machst einen Blog, dann machst du vielleicht eine Salespage für das eine Produkt und dann machst du vielleicht auf einmal, machst du sogar ein Seminar ganz neu mit dem Raho, hast du vorher auch nicht gemacht. Und vielleicht kommen noch 2, 3 andere Sachen, die dazukommen. Vielleicht machst du irgendwann einen Videokurs. So baust du mehr Zuläufe und die Ausgaben muss man halt anpassen. Ja, wenn ich sehr viel Geld verdiene, kann ich auch viel ausgeben. Aber die meisten Leute vergessen, weil sie es nicht beigebracht bekommen haben, ganz viel auch zur Seite zu packen für Notzeiten, damit die Ruhe bleibt, damit der Frieden bleiben kann. Das geht bei 1.000 Euro im Monat genauso wie bei mehr. Also ich finde ja das Schöne am Lifestyle-Business, so wie ich es betreibe und so wie ich ja auch Menschen coache, das zu tun,
ist, dass es ja keine Fixkosten in dem Sinne gibt. Also ich habe wirklich mit null Kosten begonnen. Also ich habe mit meinem Laptop, mit meinem Schreibtisch in meinem Wohnzimmer gearbeitet und ich baue mein ganzes Business auch so auf. Also ich habe keine Angestellten. Ich habe Leute, die arbeiten auf Stundensatzbasis für mich, aber sollte es irgendwann bei mir nicht so gut laufen oder ich nicht so viel zu tun haben für die, dann ist das für mich kein Problem, weil das sind keine Angestellten. Und auf der anderen Seite lege ich sehr viel Wert darauf, dass die nicht von mir abhängig sind, also dass die nur ein, dass ich nur eine einzige Klientin für sie bin, also dass das für die auch nicht schlimm ist, wenn jetzt von mir irgendwie etwas wegfällt. Und meine ganzen Projekte, die organisiere ich so. Also zum Beispiel, wie haben wir es gemacht bei dem Seminar auf Mallorca, bei unserem ersten Projekt? Wir haben mal ein Webinar gehalten. Wir haben keine großen Kosten gehabt. Wir haben uns nicht in Ausgaben gestürzt. Wir haben gedacht, wir haben eine Idee, wir wollen gerne helfen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Haben ein Webinar veranstaltet, haben ein bisschen Geld ausgegeben, natürlich, um das Webinar zu veranstalten. Das war aber ganz wenig, das waren 100 Euro oder so. Und dann haben wir geschaut, interessiert das jemanden, was wir da tun? Und dann haben wir uns sehr gefreut, als total positives Feedback kam zu dem Webinar und als sich dann 9 Leute für unser Seminar angemeldet haben. Ja, und dann, Rao, was haben wir dann gemacht? Na, dann haben wir gesagt, so, jetzt buchen wir den Flug, jetzt buchen wir die Finca. Aber wir sind das alles Step by Step angegangen. Also wir haben nicht irgendwie gepusht oder so etwas, sondern wir haben einfach geschaut, wo will uns das hinführen. Und dann, ja, und somit war es kein Problem und kein Risiko. Na? Und wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sich jetzt keiner angemeldet hätte. Das ist richtig. Wobei du natürlich berücksichtigen musst, bei der Art, wie wir das jetzt gemacht haben, das hat sich auch entwickelt, Mara. Das ist, bei mir baut das auf 20 Jahre Seminarerfahrung auf. Ich bin seit über 20 Jahren mache ich Seminare. Das heißt, ich weiß, worauf es ankommt. Ich weiß auch, dass du auch gelernt hast durch meine Arbeit, dass du weißt, wie du mit Menschen reden kannst und dass du auch für dich guckst. Du guckst jetzt zum Beispiel, was müssen wir den Leuten helfen zu finden? Wir hätten ja auch irgendein blödes Brotback-Seminar machen können, wo wir beide nicht für geeignet sind. Dann hätten wir beide auch nicht viel verkauft. Ich kann ja nicht mal kochen, Rao. Wie soll ich da Brot backen? Ich kenne meine Ex-Assistentin, die Ananda, die macht wahnsinnig tolle Brotback-Seminare oder Salatmach-Seminare für Manager. Das ist total faszinierend. Oder wenn ich ein Seminar mache, engagiere ich die. Die kriegt 4-stellig pro Woche von mir, damit die dann auf Ibiza oder sonst wo mal Salate macht und ihre vegane Kochkunst einbringt. Das ist total toll. Ja, das muss man natürlich lernen. Man muss das aufbauen. Man sammelt Know-how. Du hast auch Know-how gesammelt, dass wir das jetzt zusammen machen können. Ja, und du wirst sehr, sehr viel Know-how liefern für das, was wir jetzt in Mallorca machen. Ja, das ist natürlich aufgebaut. Das muss jeder lernen. Also auf seiner eigenen Arbeit, seinen eigenen Herzenswunsch folgend, etwas zu bauen. Und unsere Empfehlung ist eben, das entlang der Lebensaufgabe zu machen und nicht irgendwie jetzt nur Opportunitäten zu folgen oder wie der Massenmarkt ist, sondern tatsächlich ganz tief zu gucken, meins, genau meins. Und genau damit etwas in die Welt zu bringen, wo ich niemals zu wenig Energie habe, wo ich immer wieder aufstehe und sage, dafür mache ich es, dafür mache ich es wirklich. Also die Beate, die hat eine Frage gestellt und zwar fragt sie, wie stellt man das auf die Beine, wenn man allein ist, hundertprozentig berufstätig ist und auch noch andere Verpflichtungen hat? Ganz einfach. Du brauchst einen Menschen, den du siehst und kennst, der das hat. Ganz einfach. Du musst mit diesen Menschen reden. Du musst dich mit Menschen umgeben, die genau das gemacht haben. Und du kannst die als Freunde auf Facebook suchen, du kannst die über Empfehlungen von Mara und Rao finden, du kannst dir Tipps geben lassen, du kannst das sogar ohne Geld machen. Mit Geld. Geld ist nur Beschleunigung. Wenn du Geld hast, dann kriegst du Coachings. Dann holst du dir die tollsten Coaches, die das machen, zahlst denen deine Ersparnisse und sorgst dafür, dass du das kriegst, was du brauchst. Nicht mehr und nicht weniger. Du kannst dein Geld verschwenden, aber du kannst es auch völlig ohne Geld machen. Und du kannst das so machen, dass du die perfekten Coachings kriegst, wo du sehr schnell genau das lernst, was du brauchst. Ja, also das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also bei mir ist es so, ich habe mich selber auf eine Informationsdiät gesetzt. Also ich schaue ja schon seit Jahren nicht mehr fern, aber inzwischen lese ich auch keine Zeitungen mehr und ich lese auch so gut wie keine Blogs oder keine Bücher von irgendwelchen Kollegen von mir. Ich konzentriere mich wirklich total auf mich selber. Wenn ich aber etwas wissen will, dann gehe ich zu demjenigen hin, wo ich denke, dass der sich da wirklich gut auskennt und frage den einfach. Das ist ganz ehrlich gesagt der Hauptgrund gewesen, warum ich meinen Podcast gestartet habe. Also vielleicht so als kleiner habt, gratis Coaching zu bekommen, dann startet einen Podcast.
Weil ich spreche dort mit Menschen, die normalerweise entweder sehr, sehr teuer sind oder sogar gar keine Coachings mehr geben. Und ich muss nichts dafür bezahlen und kann alles fragen, was ich fragen möchte. Und die freuen sich noch sehr, dass sie bei mir zu Gast sein dürfen. Und ja, also das bringt wirklich, wirklich am meisten. Also in dieser Energie zu sein von Menschen, die das schon erfolgreich tun, was du tun willst. Und da möchte ich wirklich auch nochmal darauf hinweisen. Bitte, bitte höre niemals auf Menschen, die das, was du tun willst, nicht erfolgreich tun. Weil das genau, auf keinen Fall. Hör bloß nicht jedem Berater zu. Echt niemanden fragen, der es nicht hat. Frag nicht deine Mama, deinen Nachbarn oder deine Kumpels oder deine Freundinnen, auch nicht deine beste Freundin. Wenn die es nicht hat, wie soll dir das denn sagen? Die kann dich doch nur stoppen. Die kann doch nur irgendwie nett was sagen. Die wollen dir alle helfen. Jeder Mensch will gerne irgendwas sagen. Jeder will gerne beraten. Ja, warum? Weil das ein ganz normales psychologisches Gefühl. Wenn ich dir einen Rat gebe, erhebe ich mich doch irgendwie über dich. Das ist aber Quatsch. Das hilft dir nicht. Du musst die Leute fragen, die dich weiterbringen. Was glaubst du, Rao, wie viele Menschen mich beraten wollen und zwar völlig unaufgefordert und ungewünscht von meiner Seite? Ständig. Klar. Die ganze Zeit, pausenlos kriege ich irgendwelche guten Ratschläge. Übrigens nicht umsonst heißt Rat Schlag. Schlag, Schlag. Ja. Ja, aber ich meine, man erwischt sich ja auch selber. Alle Leute, die irgendwie Coaching-Ausbildung oder Seminarleiter-Ausbildung machen oder die Helfer und Heiler sind, die erwischen sich manchmal auch, dass man auch in der Freizeit auf einmal irgendeinen Ratschlag gibt. Das heißt, man sagt, mach das doch so. Und ich, ja, dann muss man einfach aufpassen, dass man merkt, man ist gerade gar nicht gefragt worden. Das geht einem viele Jahre lang so, bis man merkt, jetzt halt doch mal die Klappe. Ja? Und dann sagt, nee, jetzt mache ich es nur noch für Geld. Dann werde ich wie eine Professionelle. Dann sage ich, ich mache es jetzt nur noch für Geld. Mit dem Ergebnis, dass ich meine Energie spare. Und dass ich, wenn ich dann gefragt werde, all meine Liebe, all mein Herz, all meine Intelligenz da zur Verfügung stelle und so viel Präsenz habe und so viel Professionalität entwickelt habe, dass ich dann auch echt in einer Stunde, anderthalb Stunde Dinge verändern kann, wo manche Leute Monate und 70 Sitzungen für brauchen. Kann ich manchmal in einer Stunde helfen, dass das jemand anders korrigiert? Ich meine, was vor allen Dingen auch noch so ein Thema ist, bei diesen Ratschlägen oder bei diesen Menschen, die das nicht erfolgreich machen, was du tust, es ist ja ganz meistens so, dass diese Menschen, wenn die von dir sprechen, dann sprechen die ja gar nicht von dir, sondern die sprechen von sich selber. Also das nennt man Projektion. Das heißt, wenn die zum Beispiel sagen zu dir, hey, das, was du vorhast, funktioniert nicht, dann bedeutet das in Wahrheit, wollen sie damit sagen, ich habe Angst davor und ich glaube, dass es nicht funktioniert. Ja. Das ist sozusagen der Punkt dabei. Ja, genau. Also man muss natürlich aufpassen auch, dass man nicht Angst kriegt davor, Freunde zu verlieren. Wenn du dich weiterentwickelst, dann ist das natürlich auch so, dass manch einer dann sagt, ja Mensch, Rao, jetzt kann ich mit dir aber gar nichts mehr anfangen, weil eigentlich wollten sie mit mir nur ein Bier trinken gehen. Dann sage ich, ja, wir können gerne ein Bier trinken gehen, wenn denn mein Lieblingsprojekt, das mir echt am Herzen ist, wenn ich das gemeistert habe, danach habe ich wieder Ruhe und Zeit. Manchmal ist das so, das ist so wie die Ernte im Herbst. Wenn dann der Bauer Schnaps trinken will, aber er muss jetzt heute ernten, weil übermorgen regnet es, dann muss er heute 2 Tage durcharbeiten, bis sein Korn in der Scheune ist, einmal im Jahr. Und so ist das eben. Manche Leute sagen dann, mit dem blöden Bauer will ich nicht mehr zu tun haben. Dann muss der Bauer Schulterzucken und sagen, ja und? Ist mir egal, jetzt ist gerade Erntezeit, jetzt, sorry, ich kann nicht anders. Und so muss jeder Mensch lernen, seinen Weg zu gehen, seine Saatzeit zu erkennen und seine Erntezeit zu erkennen. Also das, was du da sagst, geht genau in die richtige Richtung, weil ich habe jetzt gerade eine Frage im Chat gelesen, wo genau das gefragt war, nämlich, wie überwinde ich die Angst? Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil es gehört ja schon, das muss man wirklich sagen, ganz, ganz viel Mut dazu, zu sich selbst zu stehen und eben auch diese Gefahr, die du jetzt angesprochen hast, also wirklich geächtet zu werden, also seine Freunde zu verlieren, vielleicht sogar seine Familie zu verlieren, die alle sagen, was soll das, du bist verrückt und das kannst du ja nicht tun und so weiter. Ich spreche ja auch bei allem, was ich hier jetzt sage, aus eigener Erfahrung, also ich bin dadurch alles durchgegangen. Also meine Mutter hat persönlich auf hier in meinem Wohnzimmer einen Heulkrampf bekommen, als sie gehört hat, dass ich meinen Job kündige. Also für die war das Ende der Welt. Wie gehe ich jetzt um mit dieser Angst? Das ist ganz einfach. Also wenn wir auf Mallorca sind, da wirst du das erleben, Mara, dass ich mit jedem Menschen mal diese Frage wahrscheinlich am Rande irgendwo beim Abendessen oder beim Frühstück auch wieder kriegen werde. Die meisten Menschen haben irgendwo verborgene Ängste, irgendwelche, nennen wir es mal, dunkle Ecken. Und da ist es dann so, dass
wenn man der Angst folgt, hat man einen schlechten Führer, weil die Angst führt dich immer in die Begrenzung. Die Angst sorgt dafür, dass du nicht vom Hochhaus springst. Ja, das macht Angst, da runter zu gucken. Natürlich, weil wenn du runterfällst, bist du tot. Also ist alles automatisch zu deinem Besten arrangiert. Manchmal aber haben wir Angst, die ist nur antrainiert. Wie die Maus, wenn die Mama auf den Küchenstuhl springt und sagt, huch, eine Maus, dann kann das sein, dass die kleine Tochter genau dieselbe Angst kriegt, einfach nur übertragen kriegt. Aber sachlich ist das völlig ungerechtfertigt. Und so haben alle Menschen irgendwelche Ängste und die sind nur antrainiert. Das Hilfsmittel ist ganz einfach. Das Gegenteil von Angst ins Leben reinzuholen. Und das ist, na, nicht Mut, sondern Liebe. Mehr Liebe, das heißt mehr Selbstliebe, sich zu lieben, egal wo man gerade steht, egal was für ein Trottel man war, egal was für Hilflosigkeitsgefühle man hat, egal wie verspult und verwirrt man ist oder was für ein Blödsinn man bisher gemacht hat, zu sagen, alles klar, Reboot, Neustart. Es ist jetzt heute und ich habe jetzt was vor und dann prüfe nur noch, ist das korrekt, ist das für mich richtig, liegt das auf meiner roten Linie zu meiner Lebensaufgabe, geht das zu meiner Erfüllung. Wenn das zu meiner Erfüllung geht, dann gibt es zwar Risiken, aber ich lasse mich nicht von der Angst lenken, ich lasse mich von meiner Liebe führen. Deshalb mache ich auch meistens, ob es jetzt beim Fahrradfahren im Wald ist oder morgens in der Meditation, einmal am Tag ganz kurz innehalten für ein paar Minuten und checken, folge ich wirklich dem, was ich liebe. Und wenn ich dem folge, was ich liebe, dann kannst du sicher sein, dass da der Kopf manchmal zwar einen Konflikt bringt, aber irgendwann sagt, ja, es wäre bescheuert, nicht zu tun, was ich liebe. Weil ich bin der Einzige, der in diesem Körper ist und der das entscheidet. Und wenn meine Mama weint, dann muss ich vielleicht lernen und reif werden und sagen, Mama, entspann dich. Das dauert vielleicht 1-2 Jahre. Ja, eine Lehre dauert auch 2-3 Jahre. Ein Studium dauert 3-5 Jahre. Aber wenn ich das mache, was ich liebe, Mama, auf Dauer werde ich glücklich. Garantiert. Alles andere wäre bescheuert. Und es gibt genug Leute, die so bescheuert sind und ihr nur ihren Job machen und einfach immer daran vorbeigehen. Kennst du das, Mara, dass diese Fragen an Menschen, die kurz vorm Sterben sind, auf dem Sterbebett gefragt werden, was sie bedauern? Was würden sie anders machen, wenn sie es nochmal machen können? Die sagen dann meistens, dass sie am meisten bedauern die Gelegenheiten, wo sie nicht das getan haben, was sie gerne hätten tun wollen. Genau, und nicht die Liebe gelebt zu haben, die sie hätten lieben wollen. Nicht genug Zeit gehabt haben für die Freunde, mit denen sie hätten gerne Freundschaft und Freude ausgetauscht. Also ich nicht finde, nur, was man lebt. Also ich finde, was auch sehr gut hilft für mich gegen die Angst, das war, dass ich mir die Frage gestellt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich im ersten Schritt mal überlegt, okay, wenn ich jetzt, wenn das Allerschlimmste passiert und ich muss alles streichen, von wie viel Geld kann ich im Notfall leben? Und dann bin ich draufgekommen, so wie du auch schon gesagt hast, Raho, dass das weit weniger war, als ich zuerst dachte. Weil, ich meine, ich könnte ja zum Beispiel wieder zu Hause einziehen, also meine Mutter hat eine große Wohnung, die wird sich sicher nicht freuen, wenn ich dort einziehe, aber die wird mich auch nicht auf die Straße enden lassen, also das heißt, definitiv würde ich einen Platz zum Schlafen finden und ich könnte dort sicher auch kostenlos essen. Das heißt, im Endeffekt wären es wahrscheinlich ein paar hundert Euro, die ich brauchen würde irgendwie, um meine Versicherung zu zahlen oder so etwas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall gehe ich irgendwo kellnern, weil als Kellnerin finde ich sofort einen Job und das kann ich definitiv. Also oder ich mache irgendwas anderes. Das Kellnern war jetzt nur ein Beispiel, aber ich bin davon überzeugt, wenn es hart auf hart kommt, finde ich irgendwo einen Job. Ich meine, sicher nicht mehr so toll wie damals als Unternehmensberaterin und möglicherweise nicht mehr so gut bezahlt und möglicherweise unter meiner Qualifikation. Und vielleicht muss ich damit leben, dass nachher Leute zu mir sagen, habe ich dir doch gleich gesagt und hättest du das doch mal nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, das überlebe ich aber alles. Also diese ganzen Reedereien, da kann ich einfach nur lächeln und kann zum anderen sagen, du hattest recht. Das ist doch schön. Aber es ist im Endeffekt halb so wild. Genau, es ist gut, sich die Ängste anzugucken, weil bei mir war es auch, das Schlimmste ist Hartz IV. Wenn du wirklich nichts mehr kriegen würdest, ja, du würdest nicht verhungern in Deutschland, du hast keine Chance zu verhungern. Du, die würden dich ja sogar intravenös ernähren. Zwangsernährt werden im Krankenhaus. Also, wir haben übrigens, ich sehe gerade auf der Uhr, 20.59 Uhr, das heißt, unser Webinar geht dem Ende entgegen und wir sollten hier nicht arg überziehen. Manche Leute wollen ja auch dann, was weiß ich, wieder das nächste Fernsehprogramm anschauen, statt sich mit uns weiter zu befassen. Ich würde gerne noch sagen, weil eine interessante Frage war noch, und zwar hat jemand geschrieben im privaten Chat, darum nenne ich jetzt den Namen auch nicht, was wir empfehlen. Also in dem Fall war das so, dass die Person geschrieben hat, sie war schon bei einigen Seminaren.
Man hat auch schon einiges an Geld ausgegeben und ist jetzt sozusagen nicht mehr so, dass da jetzt noch so viel Geld da wäre. Was empfehlen wir in der Situation? Wie können wir da helfen? Und vor allen Dingen, wie kann man jetzt auch, ich sage jetzt mal, die Gefahr irgendwo minimieren, dass man wieder Geld ausgibt für etwas und dann wieder ist es nicht das Richtige sozusagen? Also guck mal, das ist so, dass man ja immer aufpassen muss, dass man sein Geld nicht für irgendein Zeug ausgibt. Aber du kannst dein Herz fragen, du kannst darüber schlafen, du kannst nachdenken und du kannst die Regeln, die du heute Abend hier gelernt hast, beherzigen. Du kaufst nicht irgendeinen Ferrari, sondern du fragst den, der dir mit Sicherheit sagen kann, dass er in dem Bereich erfolgreich ist, wo du hin willst. Und dann fragst du den Freund, den Bekannten, den Kontakt in deinem Leben, was hältst du von dieser Entwicklung? So, wenn dieser Mensch jetzt dir sagt, weißt du was, ich glaube, die Leute haben keine Ahnung von dem, was sie da lehren, und dein Kontakt hat es, der hat die Ahnung, der hat die Erfahrung, der hat den Erfolg, dann wäre ich vorsichtig. Wenn aber einer sagt, guck sie dir an, ich glaube, die leben das, was sie leben wollen, und ich glaube, die haben Erfolg damit, und ich glaube, die verstehen, wie man das reproduziert, dann gehst du dahin und machst das. Ja, und du kannst ja gerne 2, 3 andere Leute fragen. Frag doch mal, wenn du zum Beispiel Klavier lernen willst, dann würdest du einen anderen Klavierlehrer fragen und sagen, bei mir in meiner Stadt gibt es einen Klavierlehrer oder da gibt es einen Coachlehrer oder da gibt es einen Gitarrenlehrer oder einen Brotbacklehrer. Ist der gut? Ja, dann musst du natürlich einen Brotbacklehrer oder einen Klavierlehrer fragen. Und wenn der sagt, habe ich keine Ahnung von, kenne ich nicht, dann musst du einen suchen, der den kennt. Leumund, also guter Ruf, baut sich auf, wenn Leute wirklich gut sind, wenn Leute über viele Jahre was Gutes machen. Und das heißt, du gibst dein Geld nicht nur aus, weil irgendwie das Marketing ganz nett ist oder weil du im Internet irgendwie dazu überredet wirst, sondern du folgst deinem Herzen und clever nutzt deinen Kopf und fragst Leute, die schon da sind, wo du hin willst. Und wenn da, du musst nur aufpassen, dass du die richtigen Leute fragst. Genau, und ich würde mir eben wirklich auch überlegen, wenn ich mir ein Seminar suche, was für einen Mehrwert stiftet mir das? Also jetzt zum Beispiel, ich meine, logischerweise mache ich jetzt ein bisschen Selbstwerbung. Ich meine, bei unserem Seminar, das wir beide machen, da bekommst du zum Beispiel von mir das Wissen, das ich mir in den letzten 3/4 Jahr über Online-Marketing angeeignet habe. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, du kannst dir das natürlich selber aneignen. Das heißt, da wirst du dann selber ein 3/4 Jahr oder möglicherweise auch länger brauchen. Du kannst dir überlegen, was dich das kostet, wenn du jetzt jeden Monat kein Geld verdienst. Oder du kannst jemanden bezahlen, der dir das sozusagen Schritt für Schritt zeigt. Die andere Option, die du bei mir auch immer hast, also ich gebe ja auch mein ganzes Wissen auch kostenlos her in meinen Blogartikel, in meinen Podcast. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist für mich trotzdem, ich finde das zwar gut, aber es ist einfach völlig unmöglich, dann ist meine Empfehlung, dann fang mit dem an, was an kostenlosem Content da ist. Und ich sag dir alleine das, was du auf meiner Webseite findest, das reicht schon aus, dass du damit schon ein erstes Projekt machen kannst und damit Geld verdienen kannst, womit du dir dann zum Beispiel weitere Coachings und Seminare leisten kannst. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich über ganz viele Jahre habe ich all mein Geld, was ich irgendwie erübrigen konnte, in Weiterbildung investiert. Also es ist halt eben einfach so. Also wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann ist Weiterbildung total wichtig. Ja, das ist einfach die beste Entwicklung, also die beste Investition ist mal in meine eigene Entwicklung, weil wenn ich in ein Haus investiere, bleibt das auch lange, aber in die eigene Entwicklung, in die eigene Bildung zu investieren, heißt, du kannst es benutzen, wenn es nicht irgendein Zeug ist, wie nett und fühlen und ja, so gute Gefühle, aber nicht benutzbar. Wenn du merkst, deine Ressourcen reichen nicht aus, um alles Mögliche zu machen, nach Hawaii zu fliegen und den Nordpol zu besuchen, dann musst du natürlich gucken. Ja, dann musst du vielleicht auch mal wieder Kräfte sammeln und sagen, jetzt reicht's erstmal mit Seminaren. Oder vielleicht kaufe ich mir mal ein Buch oder irgendwas. Natürlich. Ja, du kannst halt mit deinem Geld haushalten. Aber das Wichtigste ist die Auswahl. Was mache ich tatsächlich mit meinem Geld? Was ist der beste Gebrauch meiner Zeit? Was ist der beste Gebrauch meiner Eigenschaften? Wo kann ich lernen, dass ich die umsetze in eine Form, dass andere Leute daran teilhaben? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich das macht, wenn du etwas tust, wo andere Leute sagen, super, super, mehr davon. Das ist total faszinierend, das ist total befriedigend. Und du wirst besser, wenn du dieses Lob kriegst für etwas. Das habe ich als 10-Jähriger von meinem Opa in der Bäckerei gekriegt. Da habe ich gelernt, mit einem Nudelholz Teig auszurollen und so Rosinenrollenschnecken mit Rosinen und Zeug zu machen. Und der hat gesagt, ey, super, guck mal, wie schön du das machst.
Ja, und ich war begeistert, da habe ich ein Talent, Handwerk. Habe ich Spaß dran gehabt, habe ich besser gemacht. So ist das auch, wenn du investierst in etwas, wo du deine Liebe, deine Freude findest, dann investierst du in etwas, bitteschön, wo gute Lehrer sind, damit du das beitragen kannst an die Welt. Ich habe als 12-Jähriger mein Taschengeld verdient mit Bäckereiarbeit. Ja, und es ist ja inzwischen so, wir haben, also der Raho hat eine wunderschöne Finca inzwischen gebucht auf Mallorca. Oh ja, poste die doch mal in den Chat. Ja, erzähl mal in der Zwischenzeit, wie viele Plätze da noch frei sind und diese Sache, während ich den Link raussuche, okay? Okay, also, es ist so, wir haben eine Finca gemietet in ein paar Kilometer nördlich von Palma de Mallorca. Das heißt, man kommt in ein paar Minuten vom Airport dahin und auch in ein paar Minuten von der Kathedrale von Mallorca. Das sind maximal 10 Kilometer, also 10, 12 Minuten Fahrt wahrscheinlich. Und die Webseite, die du da jetzt posten wirst, die zeigt auch die ersten Bilder. Das ist eine große Finca. Da haben bis zu 20 Personen Platz. Dabei wären natürlich auch 3 Bettzimmer in der Regel, aber das wollen wir nicht. Wir wollen maximal Doppelzimmerbelegung haben. Das heißt, wir haben jetzt bei der jetzigen Seminarteilnehmerzahl plus Assistenz und Mara und ich, haben wir noch 2 Doppelzimmer frei. 2 Doppelzimmer heißt 4 Betten. Und wir haben die Möglichkeit, also noch 4 Leute, maximal 4 Leute mit in die Finca hineinzunehmen. Sollten wir jetzt über Buchung kriegen und noch 20 Leute oder 200 Leute zu unserem Seminar kommen, dann wird es natürlich eng. Scherz. Aber es ist so, dass wir uns überlegt haben, dass wir am heutigen Abend nochmal mit diesem Webinar darauf aufmerksam machen, wer dabei sein möchte, kann noch ein Frühbucherangebot nutzen. Das Seminar kostet 2.975 Euro, heute Abend 2.500 brutto. Das heißt etwas mehr als 2.000 netto und die ersten 4 würden 2.500 brutto. Die ersten 4 kriegen die Übernachtung kostenlos. Genau, das heißt also die ersten 4, die die Anzahlung leisten, also ich werde euch dann noch den Link hier herstellen, wo ihr die Anzahlung leisten könnt. Und wenn ihr irgendwie so das Gefühl habt, ja, das Seminar, das könnte für mich sein, ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ich möchte noch mehr Informationen haben, dann meldet euch bitte bei mir oder beim Raho und wir rufen euch gerne an oder machen einen Termin mit euch aus über Skype, um noch offene Fragen zu klären. Genau, Mara, vielleicht kannst du mal unsere beiden E-Mail-Adressen in den Chat reinstellen, dann raho@bornos.de, dann kann jeder nochmal fragen, Raho, kannst du mir mal helfen, ich weiß nicht, ob es das Richtige für mich ist. Das klärt sich meistens in ein paar Minuten. Ich stelle einfach 2, 3 Fragen, wo stehst du denn, wo willst du denn hin und warum hast du es noch nicht? Und währenddessen höre ich dir genau zu, stelle dir vielleicht noch 2, 3 Zwischenfragen. Meistens ist es so, dass wir Menschen innerlich ganz tief drin die Antworten schon kennen. Aber wenn uns jemand fragt, mir selber geht das auch so, dann denkt man nochmal genauer nach. Dann folgt man nicht nur seinem Kopf, dann benutzt man seinen Kopf. Dann folgt man aber seiner Liebe und der Sehnsucht nach dem Besten. Und von daher können wir das anbieten, dass wir morgen noch das ein oder andere Gespräch führen. Und ja, wenn die ersten 4 Plätze weg sind, dann sind sie weg. Dann sind die Betten belegt. Genau, also es geht eben, wie gesagt, danach, wer da als erster seine Anzahlung leistet und hier gebe ich euch den Link, wo man die leisten kann. Und zwar kannst du da ganz einfach zahlen per Kreditkarte, per Banküberweisung, per PayPal, was auch immer du möchtest. Und genau, also mit dem Zahlen dieser Anzahlung ist dein Platz fix gesichert und fix reserviert. Und du bekommst dann von mir natürlich selbstverständlich alle Infos. Und was Schönes ist, wir haben ja sogar eine ganz tolle und sympathische und charmante Seminarassistentin auch noch dabei, gell, Raho? Genau, das ist die Safira Brutscher, die hat viele Jahre auf Ibiza gelebt, hat das Tourismusgeschäft erlernt, Assistenz von der Geschäftsführung eines großen Hotels, ist jetzt seit kurzem wieder in Deutschland. Die freut sich wie Bolle, dass sie jetzt wieder auf den Balearen ist und ist sozusagen in dieser Woche unsere Begleitung, die kümmert sich um alles, wenn wir irgendwas brauchen. Wir werden also zusammen frühstücken und sie hilft auch, die Gäste vom Flughafen abzuholen. Wir werden 2, 3 PKWs haben. Das heißt, sie braucht eigentlich nur den Flug zu buchen und dann mit uns die Zeit zu verbringen. Wir werden dann einen Tag früher anreisen alle, also am 16. Oktober. Das ist jetzt schon in 16 Tagen. Und werden dann am 17., 18. und 19. 3 Seminartage haben.
ganz entspannt am Tag danach, am 20. den Montag, reisen wir wieder ab. Bis dahin ist auch die Finca gebucht. Wer will, kann natürlich Sonntagabend sofort abzischen. Aber ich will natürlich sagen, ich bin, genau wie Mara, abends gerne noch auf ein Glas Rotwein dabei. Vielleicht ergibt sich noch das ein oder andere Gespräch beim Mittagessen. Wir verbringen die Zeit miteinander. Wenn Mara und ich was, sagen wir mal, helfen können oder beitragen können, das ist immer anders, Bücher zu lesen oder einen Blog zu lesen oder irgendwo im Internet einen Videokurs zu hören, wenn man mal mit Menschen direkt spricht und sagt, Mara, aber ich habe aber jetzt diese Angst. Dann sagt die Mara vielleicht, ja, dann gehen wir zum Rao. Oder irgendjemand sagt, Rao, aber ich habe aber meinen Blog noch nicht erstellt. Dann sagt ja, dann gehen wir zu Mara. Ja, wir haben sozusagen beide Schwerpunkte, wo wir besonders gut sind, und ihr habt die Möglichkeit, uns Löcher in den Bauch zu fragen. Und ihr kriegt mit Sicherheit unsere volle Aufmerksamkeit und Liebe, sodass ihr genau das tun könnt, was ihr eigentlich wollt, nämlich mit dem, was du liebst, genau das zu tun, genau das in die Welt zu bringen, was du willst. Ich stehe dafür mit meinem Wort, mit meiner Freude, mit meiner Kraft, mit meinem Humor, mit meiner Frechheit, und ich trinke mit dir ein Glas Wein und erkläre dir genau, wie es funktioniert, was du willst. Und was wichtig ist dabei, also das Ganze wird auch nicht irgendwie nur Theorie und abgehoben sein oder so etwas, sondern du wirst das Seminar wirklich mit einem ganz, ganz praktischen Plan an der Hand verlassen, was du wirklich, wirklich tun willst, also was für dich das Richtige ist. Und es wird sehr stark Workshop-Charakter haben, also es wird in den USA nennt man so etwas Masterminds. Also es wird wirklich darum gehen, dass du Feedback bekommst von den anderen Seminarteilnehmern und natürlich auch vom Raho und von mir. Und wenn wir das Gefühl haben, du brauchst da noch ein bisschen zusätzliche Unterstützung, dann wird genau das passieren, was der Raho gesagt hat. Dann werden wir uns in den Pausen oder am Abend mit dir auch gezielt zusammensetzen, dich unterstützen mit. Das heißt, du bekommst auch das, was es bei mir normalerweise zurzeit gar nicht gibt oder wenn, dann wirklich nur zu sehr, sehr teuren Preisen, nämlich du bekommst ganz One-to-One-Feedback von mir, wo ich mir wirklich deinen Plan anschaue und wo ich ganz genau sage, das wird funktionieren, das überarbeite noch. Und natürlich werde ich mich auch danach und der Raho ganz genauso, wenn das Seminar vorbei ist, anstrengen, alles zu tun, wo ich dich unterstützen kann, um dein Business weiterzubringen, um dir zu helfen, auch mit deiner Vermarktung und so. Und ja. Also ich persönlich würde mich sehr, 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 sehr freuen, noch den einen oder anderen Teilnehmer begrüßen zu dürfen auf Mallorca, den einen oder anderen von euch wiederzutreffen. Und ja, was meinst du, Raho? Also ich denke, so zum Schluss zu kommen, dass ich den Menschen, die bei mir im Seminar sind, den kann ich immer anbieten, schickt mir eine E-Mail, auch wenn es Wochen später ist oder Monate später, schick mir eine E-Mail und sag, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie es geht. Bei manchen Sachen ist es nämlich gar nicht Know-how und Fakten, sondern manchmal ist es einfach nur, dass man vergessen hat, worauf es ankommt. Ne, dass man sich einfach nicht selber liebt oder dass man dem Gedanken folgt, was die Mama gedacht hat. Und indem du mit mir in Kontakt gehst und mir eine E-Mail schreibst hinterher und sagst, ich habe jetzt meinen Blog, aber ich kriege dies und das und jenes nicht hin, manchmal ist es tatsächlich nur ein, zwei Zeilen, die ich schreiben muss. Manchmal schreibe ich eine ganze Seite. Ja, du brauchst dann einfach nur in E-Mail-Kontakt gehen und hast die Freude und die Möglichkeit, mit zwei Profis, Mara und mir, zu reden, zu kommunizieren. Ja, und das kriegst du so, das kriegst du nicht durch ein Buch. Du kannst nicht mit Paulo Coelho mal eben darüber reden, wie du der Alchemist wirst und wie du dein Leben meisterst. Ja, wenn du mit Leuten im Seminar bist, hast du 10 andere Menschen, die dich alle kennen, die alle wissen, wo deine Probleme waren im Seminar und die dieselben Ziele wie du haben, die dieselben ähnlichen Wünsche und ähnliche Methoden gelernt haben und wissen, Mensch, jetzt habe ich eine, man nennt das eine Peer Group, ich habe einen Freundschaftskreis, die das genau wissen, wie es funktioniert. Also rede ich mit denen und werde einfach schneller, besser, erfolgreicher auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ja, dann sage ich mal, es war wunderschön mit euch. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Eine Frage sehe ich hier noch, nämlich gibt es auch mal Seminare in Deutschland? Ja, wir haben das Mallorca-Seminar extra nach Mallorca verlegt, weil man da aus jeder Großstadt schnell hinfliegen kann. Und wenn man lange genug vorausbucht, kosten die Flüge nur 100 bis 150 Euro. Jetzt kosten sie im Moment 250, aber hier ist eine gute Webseite. Checkfelix.com. Da kriegst du tatsächlich die billigsten Flüge. Checkfelix.com. Und also ich würde sagen, ja, ich habe auch ein Seminar in Freiburg. Du kannst gerne auf meine Webseite gucken, aber
dieses Seminar ist jetzt erstmal das erste, wo Mara und ich das Profiwissen zusammentragen, wie du in der Online-Welt das schaffst, dass die Menschen dich finden und dann das Marketing-Training zu machen. Ich mache ein Gesprächstraining auch sonst, aber das ist noch nicht geplant. Wenn die Mara und ich merken, das macht jetzt richtig Laune und Freude und wenn wir dafür gesorgt haben, dass in ein paar Wochen die Leute alle Geld verdienen, dann werden wir sicherlich für nächstes Frühjahr nochmal schauen, ob wir das auch mal in Deutschland anbieten. Aber vielleicht fliegen wir dann erst recht weiter weg und sagen, hey, Gran Canaria, da ist die Sonne jetzt warm. Lass uns im März nach Gran Canaria fliegen. Dann machen wir es in Gran Canaria. Genau, ich muss dort sein. Ich muss wo sein. Also die Antwort ist eigentlich so, das kommt doch da nicht dann auf 100, 200 Euro an. Wenn du selbstständig sein willst und du willst 2.000, 3.000 im Monat mit deinen Selbstständigen verdienen, dann musst du vielleicht auch mal 10% deines Jahresgehalts investieren. Ja, dann sind 2.000, 3.000 fällig. Entschuldige bitte, das ist bei mir auch so. Ich verdiene sehr viel mehr Geld, aber ich habe auch mindestens 10% meiner Einnahmen fließen ständig in Weiterbildung. Ständig. Ich will besser werden. Ich will viel besser werden. Ja, ich sehe noch als Frage, ob ihr das Webinar als Aufzeichnung bekommt. Bekommt ihr? Also es geht morgen ein E-Mail an euch raus, nochmal mit allen Infos und mit dem Webinar als Aufzeichnung. Ich sehe hier, danke, danke, es war super, danke für die Infos. Wir haben zu danken, es ist jedes Mal wieder schön und eine Freude, unser Wissen zu teilen und ja, das zu tun, was wir da selber predigen, nämlich zu dienen, für andere Menschen da zu sein, denn das stiftet für uns auch ganz viel Sinn für unser Leben. Vielen Dank an euch. Vielen Dank und einen schönen Abend euch allen oder wenn ihr es später hört, habt ein wunderbares Erfolgserlebnis mit was auch immer ihr wollt. Tschüss. Alles, alles Liebe. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.